Automatisierte Nachricht wird wiederholt. Hier ist Gelehrter Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung Arx Ferrum 9-5. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Hi. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Alles zu seiner Zeit. Wenn du auf unserem Gelände bleiben willst, rate ich dir zuerst, meine Fragen zu beantworten. Ich versuche nur, hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Ich komme aus Sanctuary Hills. Das liegt hinter Concord. Ich kenne das Gebiet von unseren Karten, war aber selbst noch nicht dort. Es gibt dort nicht viel, das wir sammeln könnten. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Das kommt darauf an. Wie viel zahlt ihr? Bei dir geht's immer nur ums Geld, oder? Wir brauchen Verbündete, keine opportunistischen Söldner. Ich werde dich für deine Dienste ganz sicher nicht bezahlen. Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Wenn ihr wirklich Hilfe wollt, ist das ein mehr als faires Angebot. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft.
Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der stählernen Bruderschaft zu helfen? Was ist die stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht. Ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem Großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Ihr kämpft für eine gute Sache. Es freut mich, dass du das ebenso siehst. Es gibt nur wenige außerhalb der Bruderschaft, die verstehen, in welcher Gefahr wir als Spezies schweben. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Hey. Halen, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Yes. Was denkst du über unsere Beziehung? Du denkst vermutlich, dass du dein Bestes gibst. Aber ich weiß, dass noch mehr in dir steckt. Was denkst du, wie es so läuft? Verfluchte Bruderschaft. Warum verschwinden die nicht dahin, wo sie hergekommen sind? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich vermieten kann. Paladin. Bist du bereit? Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier eingerichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Glaub nur nicht, ich würde dir nicht wehren. An mir kommt keiner vorbei. Entschuldigung, Paladin Dance? Pass auf, wir
ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schöner Vorschrift. Verstanden? Warum sind wir nochmal bei ArcJet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Sieh dir die Dance? Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ist das das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Nicht den Plünderern überlassen. Das wär's. Yeah.
Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten könnten sich hier ewig austoben. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Warnung! Energieverlust. Triebwerkskern ist außer Betrieb. Na also. Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sicher am Werkunterricht. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Sollen Sie das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Die werden sich noch wundern. Diese Ingenieure mit ihren Anzügen und tollen Abschlüssen. Am Montag werde ich es ihnen zeigen. Geschafft. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. 0 4 3 2 wird gezündet. Tarnfähigkeit. Das Ziel. Herunter. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Oh mein Gott! Alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut erwischt, aber dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Gehen wir. Hörst du das? Hallo? Ist da jemand anwesend? Wo sind sie? Jagd sie hoch!
Das war der letzte. Verdammt. Paladin Dance. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Besser? Ich finde, es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind nicht weiter wichtig. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standardlasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So. Und was die zweite Sache angeht, ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können, aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Was wären meine Aufgaben, wenn ich beitrete? Du denkst doch nicht wirklich darüber nach, der Bruderschaft beizutreten, oder, General? Du würdest meinem Kommando unterstehen und ich erwarte, dass du meine Befehle befolgst. Keine Söldnerarbeit mehr, sondern eine echte Aufgabe. Du hättest Zugang zu fortschrittlichen Militärwaffen. Außerdem würdest du eine eigene Powerrüstung erhalten. Am wichtigsten ist jedoch, dass die ganze Bruderschaft hinter dir steht, bereit ihr Blut zu vergießen, um dein Leben zu retten. Das Angebot steht noch. Können wir auf dich zählen? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass die Bruderschaft eine Menge netter Spielzeuge hat, aber vergiss nicht deine Verantwortung den Minutemen gegenüber. Es ist eine große Entscheidung. Ich verstehe also, weshalb du zögerst. Wenn du beschließt, dass du zu uns gehören willst, weißt du ja, wo du uns findest. Viel Glück.